Hallo und herzlich willkommen zu meinem Let's Play GTA 5 Part 8. Ich bin euer Volleyboy. Jawohl, wir haben hier unseren Coup geplant und jetzt geht es weiter. Wir sollten nämlich etwas besorgen und zwar ein Insektenvernichtungs Transporter müsste das sein. Jetzt muss ich zuerst mal schauen. Wahrscheinlich müssen wir zuerst ein bisschen rumfahren und dann können wir da irgendwann ein Phone vom Lester über, dass das parat ist. Und wenn das nicht passiert, dann würde ich dann zum Franklin wechseln. Respektiv, ich muss das mal auf der Karte anschauen. Wir können auch mal die Karte anschauen, dann sehen wir genau hier oben ist Michael sein Unterschlupf, sage ich jetzt mal. Und hier ist Franklin sein Unterschlupf. Und genau was ich jetzt sehe, ist, alles was blau ist, betrifft nämlich den Michael. Alles was grün ist, betrifft den Franklin. Und darum, wir haben gar keine andere Wahl. Wir müssen zum Franklin wechseln. Okay, habe ich vergessen zu sagen, der Franklin ist ein leidenschaftlicher Kiffer. Smoke underwater, passt wirklich. Aber ich denke mir jetzt, wenn wir kiffen, jetzt müssen wir schauen, dass wir da. Ah, guck da, kennen wir den nicht? Okay, das habe ich wahrscheinlich vergessen zu sagen, das Motorrad gehört jetzt irgendwie uns, das haben wir irgendwie freigeschalten. Ich glaube, ich fräse mal ein bisschen übers Trottoir, mal schauen, was passiert. Wahrscheinlich müssen wir zu unserem Unterschlupf. But you know what? It's getting to be a bit much. I have no idea how you go. Of course I go. I'm a woman. Ain't that the truth? But girl, I done all that I can do. But you know how boys are. Wait a minute. Ooh, girl. Ooh, hey, how much further? We ain't even gone 5 yards yet. Okay. I know. I'm just asking. Spirit walking exercises body and soul. It's all the rage. We are women, and we are free. Free in the name of patriarchy. We are women. Hear our cry. We are women. Hear our shout. We are women. Damn. F, is that your auntie? Yeah, thank God I missed her crazy ass. She's spirit walking this shit now, man. That's just her attempts to. Hey, don't be talking shit about your auntie, man. She got. I mean, she cool as a motherfucker, man. Come on. Come with. We gotta go pick up some shit from around the corner, man. We can walk and talk at the same time, my nigga. Why the fuck we can't drive? Around the block with Chop? You need to walk with your fat ass. Yeah, okay, you tall, linky son of a bitch.
Yeah, das ist der Job. Das ist der Job, das ist der Hund vom Lamar. Und das ist mega ein cooles Tier. Und gehört jetzt auch zu einer Mission. Dog, I told you, no more gangbanging retro vengeance bullshit. I'm trying to make some fucking paper. You gonna make some paper, Lo? And ain't nobody out here gangbanging. It just look like that. You gotta know the difference, man. Fuck, man, great. My aunt will be very happy, homie. She wants me dead anyway so she can get the fucking house. You got the will, homie. Get in the van, Chop. Get in the van. Good dog. Go up Vinewood Boulevard. Go on Vinewood Boulevard. Hey, I like your dog, homie. Me and Chop got a lot in common. Your annoying ass. Man, I'm carrying both of y'all asses, homie. Look what I set up. Man, fuck this, man. You seen Tanisha? She's straight. It's me and you that ain't straight, though, homie. Dog, I know, homie. But look, I met this contact, this white dude. Real serious dude, man. This motherfucker know the streets, homie. I know he'll be a good hookup for us. Hey, what's up, boo? Ain't you little Laida's cousin? Yeah. Damn, you short-witty? I was just saying, I was trying to holler at you. You ain't hollering at nothing over here. Why has it gotta be like that? I'm an OG. N-O-G, so what? So the fuck what, nigga? It's a million OGs. Well, shit, how about I put one of these little X pills up your ass crack? Next thing you know, you're gonna be begging for it, boo-boo. That's disgusting. What's happening now, D-Man? Ain't no fun if the gangsters can't have none. Man, fuck you, Mark. I ain't sharing no ass to CGF. Ain't nobody sharing nothing. Man, shut the hell up, fuck bitch. Fuck you, nigga. Man, fuck y'all. Hey, ain't there a law against you, Mark-ass, gangsters, insignia, mask-wearing motherfuckers? Oh, so what's up now, nigga? You snitching or something? Oh, shit! Bitch-ass nigga? Fuck you, nigga, I'm out of here! Fuck y'all, get that nigga! Come on, let's go! Oh, der Lamar, echt, das ist so ein Arsch. Er muss jedes Mal Knarre ziehen, Mann. You see what he driving? Und ich muss es nachher wieder ausbaden, oder? Oh, gangster, we got this! It's gonna get bumpy, Chop. You seen that bitch back there? She a dime. I'm all over that. And she probably the same. Like I said, they flock. Flock your mind on this shit right here for a minute. You worse than Chop. Do that weird, like, focus shit you do. Hey, buddy. Hey, man. Ain't no stopping us on this hill. Fuck it. Boom. Hey, Apache Blood, you gonna be able to trace this nigga if he goes to the ground? I know your ancestors taught you them buffalo tracking skills. Man, I ain't gonna perform for you like some Indian in the Wild West show. That's racist, bitch. Fucking full of shit. Man, look at this shit, dawg. We chasing another motherfucker on a motorcycle. Das ist irgendwie von der anderen Gang, hä? Huh? Ich habe jetzt den Namen irgendwie nicht so richtig können lesen. KCCB oder irgendwie so etwas. Auf jeden Fall geht es einfach darum, wir müssen ihn irgendwie einfach verfolgen. Oh shit! Damn! He got fucked up! Man, take Chop, go get that fool! Nigga, you just sitting your ass there with your feet kicked up. Come on, Chop. Come on. Go bite his ass. Get that motherfucker, Chop. Get it! Okay, den schnappen wir uns natürlich. Allen voran den Chop. We just wanna get paid, man. Give it up! Whoa. Nur nicht aus den Augen verlieren am besten, hä? Hey. Jesus. Hey, you a trio hound, homie. At least I'm getting a workout. Get him, boy!
find that fool. Okay, jetzt müssen wir zum Job wechseln. Sniff him out, Chop-Chop. Lead me to him. Was der Vorteil hat, man muss gar nicht machen, den Job. Und seine Nase suchen ihn jetzt. Get his ass, Chop. He ain't one of them boxcars. You got a whiff of him, Chop? You in here? Come on, where you at? Where he at, Chop? Where he at? Komm, such, Chop, komm. There you go. Wo ist der Motherfucker? Such die Bitch. Come on, smell that stinky motherfucker. Whoa, whoa, whoa. No, man. That ain't what we after. Hat das Weibli gesehen. Hat das Weibli gesehen. Okay. Shit, Chop. Come on, Chop. Get off there, man. We got shit to do. This ain't time for humping, Chop. Come on, man. Come on, you horny little motherfucker. Er ist halt auch nur ein Hund, gell? Where is he, boy? Come on, where is he? Hey, Chop, that smell like a baller. Sniff him out. Genau, von der Ballas ist doch der, von der Ballas. Smell that motherfucker, boy? Lay down, bitch! Boah, da ist der Sieger. Oh, shit! Fuck you and your stupid dog! Don't hump him! Bite his ass, Chop! Get his ass! Oh. Oh, shit! What the fuck, man? I ain't got no beef with the CGF. Cause maybe we doing our own thing. What the fuck, man? What the man? Fuck is the fan, punk? Shit. Hey, Lamar Davis, is that you, nigga? Nigga, shut the fuck up. Just get in. Yeah, that's you, nigga. Fucking idiot. Shit. I said I had no beef, man. Shut the fuck hey, up. Hey, man, what the fuck? You, get this fucking dog come away on, from me. Come on. Fuck. Hey, if you don't train Chop, he gonna be a lost okay, like jetzt habe ich es. Also er ist von der Ballas. Und Easy Gang, die heisst irgendwie KCG. KCG. Wichtig ist nur, dass wir wissen, dass Easy Gegner Ballas heisst. Really? Well, I guess that means we gonna have to shoot your ass when we pick up our 40 stacks. Weil durch die Scheißaktion vom Lamar werdet ihr natürlich extrem angepisst sein. Und er hat uns ja bereits schon erkannt, respektive der Lamar. Und das kann nur grossen Ärger bedeuten. What the fuck you done? You just gave him our location. Now we gotta let this motherfucker out of here. Get the fuck out of here. And nigga, give me that damn phone. What the fuck? Fuck y'all. I'll be seeing y'all soon. The only reason you been seeing shit because we went easy on your ass. Remember that, dog? Oh, you owe me a bike too, you motherfuckers. Man, you better start walking, D. This is some bullshit. Take me down the cut. Man, what the fuck is wrong with you, nigga? I was getting us paid. What the fuck is wrong with you, nigga? That was a good phone. All right, motherfucker. You the motherfucker. You better watch out for them ballers. They gonna be on you now.
Them cops gonna be on your ass too. Yeah, I ain't worried about it. I'm a motherfucking gangster. You know how I do. I can take care of my sizzle. No, the fuck you kids ain't. Gibt's nicht, weißt, er kümmert sich nur um sein scheiß Handy, oder? Er weiß gar nicht, was er jetzt für eine Scheiße angerichtet hat und was das für Konsequenzen kann haben. Delamar, der spielt ein gefährliches Spiel, echt. Jo. Aber uns geht's ja eher darum, wir haben die Mission bestanden und das ist wirklich sehr nice. Gerade mal schauen, ob Tonya wieder da ist. Ob wir für die dann auch wieder können, irgendwie einen Quest machen. Sie ist nicht da. Wir sehen uns wieder beim Let's Play GTA 5 Part 9. Ich bin ein Volleyboy und wenn es euch gefallen hat, hinterlasst mir doch bitte ein Like oder schreibt etwas in meine Kommentare. Und wenn euch mein Gameplay ganz besonders fasziniert, dann würde ich mich freuen, wenn ihr Abonnenten werdet. Bis die Tage, freue mich auf euch.